Schlagzeug an. Eieieiei. Jetzt kommt der Kollege. Geil. Das Ganze ein bisschen abzubürsten. Ja, und dann schauen wir mal einfach mit der Messingbürste. Das ist eine sehr feine Bürste. Wenn wir jetzt hier den groben Dreck abmachen, wie das dann schon aussieht. So, wir werden jetzt versuchen, dass wir oben irgendwo so einen leichten Rand aufkriegen, dass wir heute das Kriechöl reinsprühen können. Ich sage euch, das Ding ist bombenfest, beziehungsweise kriegen wir ja nicht mal eine kleine Stelle, wo wir das Öl reinkriegen. Bleibt nur, damit wir das richtig schön blank kriegen. Und dann werden wir es mit einer Elektrolyse versuchen. Und wenn das dann auch nicht funktioniert, dann gucken wir, dass wir hier oben notfalls mit einem kleinen Drehmäher die Scheide geschnitten kriegen, so ein bisschen, dass wir Öl reinkriegen, dann wird die Scheide halt eingesprüht über mehrere Tage, bis er dann halt irgendwann runterkommt, wenn wir ein bisschen klopfen. Und notfalls muss es dann halt nochmal ein destilliertes Wasser gelegt werden, wenn die Variante mit dem Elektrolysebad nicht funktioniert. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir werden jetzt immer ein bisschen versuchen. Arbeitsschutz, ihr seht schon, Latschen, ne? Läuft mal wieder. So ein bisschen was runterzunehmen. So sieht das Bajonett jetzt nach dem ersten Schleifgang aus. Na, man erkennt wenigstens wieder, dass es ein Bajonett ist. Wie gesagt, Scheide ist noch drauf. Jetzt haben wir das Ganze auch ein bisschen blank. Und dann werden wir natürlich versuchen, die Scheide noch mal ein bisschen einzuölen. Ja, und dann sehen wir weiter. Ich habe jetzt versucht, ein bisschen mit dem Hämmerchen den einzelnen Stellen ein bisschen zu hauen, dass es ein bisschen lose wird, eventuell in der Scheide. Passiert aber nicht. Wir haben noch einen großen Anteil an Rost drunter gekriegt, kann man ja sehen. Der Haken ist auch schon wieder schön frei geworden. Als nächstes werde ich jetzt hier hinten am Scheidenende so versuchen, mit einem ganz dünnen Drehmäher, ich habe ein ganz dünnes Blatt drauf, ein bisschen was einzuschneiden, dass wir ein bisschen Luft kriegen, dass wir hier Öl reinkriegen, weil das Ding ist so fest, wir kriegen kein Öl reingespritzt. Na, wir wollen ja irgendwann mal die Scheide runter haben. Deswegen werden wir versuchen, am äußersten Rand einen kleinen Schnitt zu machen, dass wir ein bisschen Öl reinkriegen und dann schauen wir einfach mal weiter. Ja, nach einem langen Prozedere bis jetzt ist die Scheide leider immer noch drauf. Vielleicht kriegen wir sie jetzt noch irgendwie runtergezogen. Also, ich sag nochmal ganz kurz die einzelnen Schritte an, was bis jetzt durchgeführt wurde. Ihr habt natürlich im ersten Teil gesehen, wie sah das Bajonett aus nach dem Fund, also Fundzustand. Oh, Alter, hier lässt gerade einer richtig krachen.
Habt ihr wahrscheinlich gerade nicht richtig mitgekriegt, aber die rasen bei uns in der Straße mal wie die Verrückten. Junge, Junge, Junge. Gut, weiter geht's. Also, ihr habt das Bajonett gesehen im ersten Teil, wie gesagt, nach dem Fund, wie es halt aus dem Boden rauskam, wie es da aussah, da war die Scheide natürlich richtig stark mit Rost belegt, genauso wie der ganze Rest vom Seitengewehrstrich-Bajonett. Und ja, wir haben dann angefangen, beziehungsweise ich habe dann angefangen, das Ganze ein bisschen mit der Drahtbürste zu bearbeiten. Hat natürlich nicht den Effekt gehabt, wie ich es eigentlich wollte, weil der Rost wirklich schon ziemlich stark war. Dann hatte ich es nochmal zwischendurch über die Nacht ins Wasser eingelegt, damit es halt nicht weiter rostet. Dann ging das Ganze weiter mit, ja, ich habe versucht, eine Stelle zu finden, wo man den Rostlöser reinspringen könnte, das Kriechöl. Ne? Gab es nicht. Das heißt, das Seitengewehr, das ist so verschlossen hier oben, dass man wirklich keine Stelle gefunden hat, um da irgendwo Rostlöser reinzusprühen, damit man die Flüssigkeit halt in der Scheide haben und sich dadurch halt eventuell die Scheide löst. Also habe ich versucht, mit Schrauben ein bisschen rumzukratzen, hat auch nicht geholfen. Schlussendlich habe ich mich für die Variante entschieden, erstmal den groben Rost runterzuholen. Das heißt, ihr habt es gesehen mit der Flex. Ist nicht die schönste Art und Weise, aber ich denke mal, das Resultat für den Anfang kann sich schon mal sehen lassen. Das heißt, wir haben wirklich schon mal den ganzen groben Rost runtergeholt. Wir haben jetzt eine schöne Oberfläche erstmal geschaffen. Man erkennt auch erstmal, dass es überhaupt wieder ein Seitengewehr bzw. ein Bajonett überhaupt ist. Danach habe ich geguckt, wo können wir hier oben schneiden. Ich habe einen kleinen Dremel, ja, das ist das Ding hier. Wer ihn noch nicht gesehen hat, ist jetzt hier keine Schleichwerbung oder so, aber das ist halt mein Dremel, mit dem ich halt arbeite. Den kannst du halt an- ausmachen, ist logisch. Und du kannst halt hier oben die Drehzahl einstellen bis 6 Maximum. Aber das Ding macht ordentlich Umdrehungen. Und dann habe ich halt ganz kleine Scheiben verwendet, ne, zum Schneiden. Sprich, diese hier. Ja, die sind so hauchdünn, ne? Dass ich mal zeigen kann. Muss die Kamera nur noch scharf werden. Die sind wirklich sehr, sehr dünn, ne? Und damit habe ich halt versucht, oben die Scheide einzuschneiden. Das Ganze hat natürlich auch geklappt, wie ihr sehen könnt. Hier oben so in der Ecke. Und da habe ich schon angefangen, fleißig Rostlöser reinzusprühen. Hat bis jetzt nicht funktioniert, dass man die Scheide runterkriegen. Jetzt werde ich weitermachen mit WD-40. Dem Jutenzeug, das ist ja sozusagen der Alleskönner. Vorher hatte ich Mollikote verwendet. Jetzt gibt es noch mal ein bisschen WD-40 mit drauf. Und dann versuchen wir mal, dass wir die Scheide noch runterziehen können. Wenn die Scheide runter ist, gucken wir uns natürlich schön die Klinge an. Und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Ich wollte eigentlich gerne mit einer Lyse machen, also mit einer Lyse fortfahren. Das heißt, ich wollte eigentlich versuchen, die Scheide mit Elektrolyse zu reinigen und eigentlich das Bajonett. Wenn die Klinge natürlich richtig gut aussieht, müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze dann so noch machen oder ob wir anders weitermachen. Dann kommen natürlich die Griffscheiden runter, das wird dann der nächste Werdegang sein. Ja, dann machen wir das Ganze schön sauber. So, viel schwatzt und ja, dann geht es natürlich weiter. Vorsicht, nicht ganz so fest. So, dann werden wir ein bisschen WD-40 reinsprühen. Und natürlich das Ganze wieder ein bisschen wirken lassen. So, dann lassen wir mal das WD-40 ein bisschen wirken und dann werden wir nachher mal versuchen, die Scheide runterzuziehen. Ne? Ich gehe jetzt erstmal Mittagessen. Derzeit kann das ein bisschen einwirken. Ja, und dann geht es natürlich gleich weiter. So, wir haben jetzt das Ganze mit WD-40 ungefähr, ich sag mal so fast 3 Stunden schon einwirken lassen. Immer mal wieder gesprüht, immer mal wieder ein bisschen geklopft mit dem Gummihammer. Jetzt habe ich die Scheide im Schraubstock eingespannt, ganz leicht, und werde versuchen, dass wir die Klinge nach hinten aus der Scheide vielleicht rauskriegen. Ja, da wünsche ich mir natürlich viel Glück, drückt alle die Daumen. Ja, und apropos Daumen drücken, vergesst natürlich bitte nicht, wenn es euch gefallen hat, das Video zu abonnieren und ganz wichtig, drückt die Glocke. Nie vergessen, ist immer mit sogar so das Wichtigste, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr, ne?
Ihr könnt mich zwar abonniert haben und könnt auch jedes Mal einen Daumen nach oben geben, aber oft ist es halt so, wenn neue Videos rauskommen, dass ihr nicht gleich über YouTube drüber informiert werdet. Habt ihr aber die Glocke aktiviert, dann funktioniert das Ganze. Boah, ich bin so gespannt, ey. Ey, Männer, das Ding sitzt so fest. Ich will jetzt ja auch nicht zu doll den Schraubstock anknallen. Das gibt's doch ja nicht. Ja, da seht ihr mal, das ist gar nicht so einfach. Da freut man sich zwar, dass man das Seitengewehr bzw. Barjo in der Scheide gefunden hat. Die Scheide auch wirklich schön noch zu ist und nicht defekt. Aber ihr seht, das ist so gut angerostet, dass wir echt Probleme haben, das beides voneinander zu trennen. Wahnsinn. Keine Chance. Ihr seht, da passiert nicht viel. Und selbst hier, wo ich so ein bisschen geschnitten habe, wo ich Öl reingesprüht habe, es tut sich 0, nichts. Also das ist wirklich schon heavy. Ich dachte wenigstens, dass sich das Ding so ein bisschen bewegt, aber aber so schnell geht man nicht auf. Ja, spannen wir es nochmal ein. Und dann versuchen wir nochmal unser Glück. Also langsam bin ich echt so ein bisschen am Verzweifeln. Tja, natürlich Schutzbrille. Wichtig. Strom. Hört sich ein bisschen komisch an, der Kumpel. Was ist da los? Eieieiei, habt ihr das gesehen? Da hat es mal glatt vorne die dünne Scheibe zerlegt. Also immer schön aufpassen. Alter Verwalter, Junge. Aber es ist schon ein bisschen offen. Das war ja mal wieder haarscharf hier. Zweite Scheibe Schrott. Guck mal hier. Tja, da müsste jetzt eigentlich langsam mal runterkommen, das Ding. So, jetzt ist die Scheide einmal ringsrum komplett eingeschnitten. Hat mir insgesamt auch 6 Scheiben gekostet. Aber ich bin jetzt guter Dinge, dass wir das Ding jetzt rauskriegen. Na? So, ihr seid jetzt dabei, Männers. Dass wir endlich mal loslegen können mit der Restauration, ne? So bombenfest. Okay.
Kennt ihr das, wenn ihr unbedingt was abhaben wollt oder unbedingt was hinkriegen wollt und das funktioniert einfach nicht? Ich habe den Kanal so voll, es klappt ja gar nicht. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich. Beim besten Willen. Ich glaube, es hat sich was bewegt. Also der Schlitz bei ihm ist auf jeden Fall größer. Männers, wir kriegen die Scheide runter. What the fuck? Jetzt geht's los. Seid gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Oder auch nicht? Doch, sie kommt. Seht das? Sie kommt. Geilo. Zwei Flaschen WD-40 später. Die Klinge kommt. Ihr seid live dabei. Weil da kommt sie. Heftig. Heftig. Richtig cool. Was sagt ihr? Was, die Klinge schwarz?
Nicht schlecht, Herr Specht.